Reimkohl, Malach Bethoff. Also ein junger Bursche, 19. Und das ist er. Das ist er. Reimkohl, Malach Bethoff. Im türkischen Bursa, da war er der Komet. Ja, mal sehen, was er heute drauf hat. Der Ringrichter ist Miroslav Karabine aus der Ukraine. Ja, der Bursche im blauen Trikot, das ist er, der Weltmeister, der Rechtsausleger. Schauen Sie, wie er seine Chancen, seine Treffermöglichkeiten rausarbeitet. Ruhig, beherrscht, diszipliniert. Er ist kein Knaller, sondern er arbeitet ganz methodisch. Malach Bethoff. Der 19-jährige Schwede im roten Trikot hat ein bisschen viel Respekt vor dem Weltmeister. Aber er hat ja auch nicht die Erfahrung bei seinen 62 Kämpfen. Und dieser Malach Bethoff hat über 200. Er treibt. Das ist schon gut anzusehen. Das ist was für die Boxfreunde. Wie er systematisch die Lücke sucht. Da war die rechte drin. Dann noch einmal. Die linke war im Körper drin. Aber es gibt nur einen Punkt für Malach Bethoff. Erste Runde, Malach Bethoff führt mit 1:0. Wie in der Ecke der Schweden ein bisschen Stimmung gemacht wurde, weil man froh ist, wenn der junge Bursche, der 19-Jährige, einigermaßen gut über die Zeit kommt. Man meint es also gut, man baut ihn auf. Und da war übrigens auch ein klarer Treffer in der ersten Runde mal, der nicht gewertet wurde. Ja? Er hat ja nichts zu verlieren. Der Larbi. Der John Larbi. Das war wieder eine rechte, die kam durch die Deckung und wieder keine Wertung. Aber das müssen ja mindestens drei gesehen haben. Aber sie müssen innerhalb einer Sekunde eben alle drei drücken auf die Punktmaschine.
klarer Treffer. Jawohl. Malach Betov führt 3-0. Zweite Runde mit 3-1, Wertungstreffer gegen ihn, gegen John Larbi aus Schweden. Auch wenn vielleicht mal eine Chance kommt, um zu einem Knockout zu kommen, er bleibt immer zurückhaltend und wartet. Im Übrigen stammt er aus der Autonomen Republik Kam. Das sind die Schweden, da unten eingeblendet, aber die in der Pause immer ihrem Mann Mut machen, sagen, du boxst gut, du bist ein Anfänger und du siehst gegen den Weltmeister ganz ordentlich aus. Jetzt geht er ein bisschen aus sich raus. Ein Konter, eine gute Linke. Ja. Das ist der Mann aus Russland. Noch kein Wertungstreffer in dieser dritten Runde. Ja, da war ein guter Körperhaken von Larbi drin, aber auch da gibt es keinerlei Wertung, obgleich der für alle sichtbar war. Immer noch 0-0 in der dritten Runde, die letzte Minute. Ja, wenn alles normal verläuft, dann haben wir in einer guten Stunde den ersten Deutschen im Ring. Nur um das mal zu sagen. Sven Ottke im Mittelgewicht. Und gleich dahinter dann der Kampf im Schwergewicht mit Luan Krasniqi. Aber stell dich mal vor, es ist eine gute dritte Runde.
und die Herren Wertungsrichter haben nicht einen klaren Wertungspunkt gesehen. 0:0 steht es noch. Also mit 4:1 gewinnt der Weltmeister und damit steht er im Finale am Sonntag. Ja, jetzt kommt das Urteil. Klare Sache. Okay.